Hallo Leute, willkommen bei Super Mario Galaxy. Guten Tag, wie geht es euch? So, ich habe noch Bowser Jr. Sternenflammenflotten-Dingens. Habe ich noch schnell die Kometenmütze geholt und wir können jetzt auch gleich weitermachen. Aber das heißt, ja gut, es war eigentlich recht relativ schnell. Der Endboss war diesmal um einiges einfacher für mich. Konnte die Taktik diesmal hier besser einsetzen. So, gehen wir zu der Puzzleflanken-Galaxie. Mal sehen, was uns dort erwartet. Am besten gleich nach der Kometenmütze Ausschau halten. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich jetzt tun kann. Ach, bin mal gespannt, wo die sein soll. Wahrscheinlich übersehe ich sie wieder, aber das muss ich dann sofort nachholen, dass ich die dann sofort wieder finde. Und Mann, seid ihr abgegangen, deshalb, weil ich diese scheiß Kometenmütze übersehen habe. Ihr habt ja recht, man konnte es im Intro sehr gut sehen, aber... Oh Gott, wie viele persönliche Nachrichten ich erhalten habe. Ja, so, das Geheimnis des Federrätsels. Das sieht mir aus wie ein Käfer und scheiße, ich darf nicht, will nicht puzzeln. Oh Gott, das erinnert mich ganz stark an Tonic Trouble. Oh, nee. Alles klar. Willkommen in der Galaxie. Was ist denn die Musik? Ich hau da mal rauf. Ich wusste, dass da sowas kommt. Und wahrscheinlich habe ich jetzt schon die Sternenmütze übersehen. Was soll's? Oh, das ist hier schön. Hör zu. Okay, nochmal. Was zur Hölle ist das für ein abgefahren... Ja, okay, es ist echt abgefahren. Ja, das schaffe ich so nicht. Nee, das konnte ich vergessen. Oh Mann, das ist aber schade. Das finde ich jetzt echt blöd. Hier einmal Mützen. Aber schön hätte ich dafür wieder Leben bekommen oder sowas. Naja, egal. Muss ich jetzt mit Leben... Ja, okay, hier kommt ein Stern raus. Nur weil dieser blöde Wickler im Weg, weil diese blöden Mistviecher. Ich hasse euch. Ich hasse diese Viecher echt. So, und da ist noch einer. Oh, es ist wie ein Schalter, kam irgendwas raus. Ob ich noch weiter runter kann? Nein, kann ich nicht. Okay, dann feuern wir uns weg. Einfach mal Richtung nächster, ja, Insel. Oder Planet. Wie ihr wollt. Hier sind wieder Segen. Diese dumme Country-Musik ganz im Hintergrund. Wie geil sie ist, ey. Und, oh Gott, wie viele Münzen willst du haben? Ich bin so hungrig. 70. 70! Wo soll ich die denn herbekommen? Ach du Scheiße. Ich habe nur 9. Ah, okay, irgendwas werde ich echt übersehen haben. Nächstes Mal mehr aufpassen, würde ich mal sagen. Ja, hier sind noch ein paar Münzen. Sehr schön. Aber das hilft mir jetzt auch wenig weiter. Oh, ja, 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 ja. Ja, man muss hier echt viele Münzen sammeln. Und diese Baustimme kann auch wieder einschlagen. Sollte man machen, wenn man Sternteile haben möchte. Ah, mehr sind da nicht. Aber hier ist noch eine Warp-Röhre. Aber, oh Gott. Ja gut, jetzt sehe ich doch wieder was hier. Die kann ich wahrscheinlich noch runterhauen. Aber erstmal noch die Münzen hier sammeln. Hier gibt es irgendwelche Geheimnisse, von denen ich nichts weiß. Hier, die soll ich runter. Irgendwas kann ich doch bestimmt davon runterhauen. Nicht? Schade. Dachte ich zumindest. Einfach wieder auf die andere Seite wechseln und dann wieder gucken, ne? Oder doch, ich kann sie doch runterhauen. Sehr gut. Das mache ich dann auch gleich mal. Ja, hau sie runter. Ja. Oh, ob ich irgendwas verpasst habe hier? Nein, man muss sich, glaube ich, nur ganz runterhauen. Mache ich dann mal. Zack. Und den hier unten auch noch. Und klatsch. Sehr gut. Jetzt gehen wir kurz hier rein. Schauen wir nach, was Sache ist. Aha. Jetzt werden wir das mal klären hier mit den Münzen, ne? Okay, sehr gut. Sehr, das freut mich natürlich. Ja, sehr viele Münzen. Sehr, sehr schön. Sehr. Ja, gut. Siehst du, so einen Raum hatte ich schon mal gehabt. So einen Raum, der war das schon eben schon gewesen. Das war auch genau dasselbe Kack gewesen mit tausenden von Münzen. Ja, jetzt, was auch, jetzt verschwinden sie gleich schon. Und, zack. Yeah. Das heißt 66, das reicht aber immer noch nicht. Verdammt. So, weiter geht's hier. 4 Münzen fehlen mir, also das ist ja schon mal sehr lustig. Ich glaube, die kriege ich auch nicht mehr, oder? Das kann ich, glaube ich, echt vergessen. Verdammt, da fehlen mir dann echt einfach Münzen jetzt. Oder auch nicht. Alter, ach du Scheiße, sag mir bloß. Ich habe genau 70 Münzen oder was. Wie genial ist das denn? Okay, da rede ich doch nochmal mit den kleinen Kollegen hier. Ja, ja, hier, du kriegst deine 70 Münzen. Aber sicher, verwandele dich doch. Auf, ja, ich hab gerade so einen Kohldampf drauf. Auf Münzen. Ich meine, warum gerade Münzen? Seit wann sind es Münzen? Oh ja, das war so, braucht es Feuer, Verwandelung. Alter, wie er sich anhört hier. Als wenn er gleich echt so derbe platzen würde. Naja, das geht auf jeden Fall. Einen neuen Planeten, ja. Der wurde jetzt geboren. Finde ich super. Gehen wir doch mal dahin. Machen wir erst den Geheimstern, würde ich sagen. Und vielleicht ist hier sogar die Kometenmünze versteckt, wer weiß. Aber auf jeden Fall kriegen wir hier den Balken, Wolken Mario. Den benutze ich dann auch mal hier rüber zu kommen. Zack, und weiter geht's. Ja, also ich weiß nicht, ich brauche hierfür nur eine Wolke oder so ähnlich. Ich weiß nicht, warum man so viele brauchen sollte. Ach du Scheiße. Okay, ein Käfer. Ein sehr, sehr böser Käfer. Oh Gott, das wird ja wieder furchtbar, ne? Erinnert ihr euch noch an den Käfer? Den gab es schon bei der ersten, beim ersten Mario-Teil. Nur in, nur da hat er, glaube ich, auch geflogen, oder kann das sein? Oh Gott, der ist aber echt pissig, oder? Na gut, egal. Komm her. Ich bring dich um. Ich bring dich echt um. Yeah. Ja, sei sauer. Man muss ja auf den Rücken springen. Ja, wusste ich es doch.
Das findet er nicht gar nicht witzig, da wird er pissig und fährt seine Flügel aus und macht dann so weiter. Klasse, ne? Finde ich nicht. Ich finde ihn nervig. Oh Gott. Aber ein Bossgegner als Geheimdingens finde ich auch nicht mehr schlecht. Einfach mal als Geheimgang nehmen, dass ein Bossgegner da rauskommt. Oh, der fühlt sich bestimmt traurig, wenn man ihn nicht entdeckt, oder? Kann sein, muss aber nicht. Stirb. Yeah, ich habe dich schon wieder getroffen. Oh, er wird immer pissiger. Jetzt ist er schon rot. Wundervoll. Finde ich ja klasse. Alles klar. Das kriege ich dann auch noch hin. So, einmal Sternteile für uns. Und da ist auch eine Blume. Sehr gut. Oh, gib mir diese verdammte Blume. Bestimmt ist hier auch nachher einer dieser bestimmten Geheimsterne versteckt. Das wird sich ja noch alles zeigen. Oh Gott, was war ich denn da? Ich wollte jetzt eigentlich nicht runterfallen. Sehr gut. Dafür sind diese Wolken zum Beispiel sehr gut. Wenn man jetzt aussehen, einmal falsch geht. Okay, ja, ja. Ach Gott, jetzt drehst du dich genau in dem Moment so kacke oder was? Das finde ich aber nicht nett von dir. Ja, okay. Noch eine Wolke. Weh, du drehst dich gerade wieder so dumm. Jetzt komm her, du wirst sterben. Ja, getroffen. Geil. Verreckt. Sehr gut. Freut mich doch sehr. Einmal ein Stern für uns. Das ist sehr gut. Und dann treffe ich euch auch gleich wieder an der Stelle, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Dann machen wir dort weiter. Es sei denn, ich finde noch die Kometenmünze, dann melde ich mich nochmal kurz wieder. Aber sonst bis gleich, würde ich sagen. Wenn wir jetzt nicht noch irgendwas Besonderes zu wissen bekommen von Lubber oder ähnlichen Leuten, weil Lubber ist ja eine Sie und das wollen manche Leute nicht wahrnehmen. Aber egal. Puzzleplan-Galaxie, ja. Der Stinkekäfer wurde besiegt von uns. Finde ich super. Münze gibt's auch noch. Aber, ja gut, es werden nur die Sterne, jetzt werden die neuen Welten freigeschaltet. Oh, zwei bestimmte Welten. Eieiei. Ja, klar. So, und du hast sogar noch was zu sagen. Während du unterwegs warst, habe ich eine Galaxiekarte wie geändert. Schau dir sie einmal an. Was soll denn damit sein? Hast du diesen Tod gesehen? Er brabbelt die ganze Zeit etwas vom Post und von Briefen von sich hin. Ach, da ist er ja. Ah, geh mal rüber und sprich ihn an. Er hat das Gemurmel endlich ein Ende. Ja, okay. Also, dann reden wir doch mal mit ihm hier nochmal. So, komm her. Komm her. Wieso willst du nicht mit mir reden? Ja, jetzt wieder. Alles klar, Mario, ich habe eine Bestimmung gefunden. Ich bin nur ein Brieftod. Ich stelle Leuten Briefen zu. Ist das nicht klasse? Ich stelle dir den ersten Brief für dich zu. Alles klar, lieber Mario, ich bin gerade sehr weit weg von dir, aber es geht mir gut. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Dieser Brief liegt etwas, das du hoffentlich brauchen kannst. Deine Peach. Mann, das ist ja irgendwie derselbe Text, den ich schon kenne. Alles klar, was sind denn dabei? Diesen Brief lag ein One-Up-Pilz bei. Klasse. Das ist jetzt in Geschenk, also die Prinzessin davon war viel säulich gerührt. Also dann, bis zum nächsten Mal. Alles klar, ich sehe euch wieder an dem Punkt, wo wir aufgehört haben. Bis gleich. What the hell? Dies ist die Weltenkarte. Dank der Kraft der großen Stelle reisen wir Raum und Zeit. Wir können eine weitere Reise. Okay, alles klar, gut. Große Karte. Weiter geht's jetzt mit unserer kleinen Tour. So. Jetzt sind wir hier, an einem anderen Ort, mit ganz vielen Kreissägen, die uns töten wollen. Oh shit, und die hacken mir ja alles ab. Was für gemeine Menschen sind das? Okay, irgendwie muss ich jetzt noch an die Münze rankommen. Das schaffe ich schon irgendwie, das passt schon. So, so, ah, seht ihr, das geht alles so, die Kometenmünze habe ich. Okay, jetzt seht ihr hier was runter, bestimmt fällt jetzt gleich was auf mich rauf. Wenn ich nicht aufpasse, nee, es ist einfach nur ein normaler Wandsprung, den ich jetzt machen muss. Alles klar, Wandsprünge sind schön. Alles klar. Und hier darf man... Oh, hier wird ja mein ganzer Weg mit dir weggesägt. Wie gemein. Das sind ja echt nicht gut von den Leuten hier. Ah, ja, fast wäre der Käfer in die Säge reingefallen. Was meint ihr, wie das abgegangen wäre? Oh Gott, das wäre bestimmt tödlich für die. Ein bisschen tödlich. Oh nein, die blauen Glitschviecher wieder. Lasst mich bitte in Ruhe. Ich mag euch nicht. Oh nein, 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 nein. Und Käfer... Käferpower ist schön. Was ist denn hier los? Ach, du Schande. Womit... genau. Okay, hier sind wir wieder an derselben Stelle ungefähr. Diesmal versuche ich wieder das Ding zu erhalten, was auch immer das ist. Ich springe einfach mal rauf. Okay, da hinten erscheint dann ein Knopf und damit fliege ich dann weiter. Sehr gut. Und hier gibt es noch einmal Penner Power für wie viele Sternteile? Okay, 30. Das kann ich dir gerne geben. Okay, einmal bitte Hobo Power, nehme ich gerne an. Ja, fress auf und stirb. Danke dir. Yeah, verreck. Verwandelung. Yeah, okay, das kennen wir schon alles. Dankeschön für den Pilz. Ich freue mich. Checkpoint, weiter geht's und einmal Sternteile, die man wieder sehr schlecht einsammeln kann, weil die Kameraperspektive sehr schlimm war. Und das Ding hauen wir einmal weg. Ach du Scheiße, jetzt weiß ich, worauf es hier hinausläuft. Man darf diese Teile hin und her schieben oder was. Ja gut, das stimmt schon mal. Okay, so läuft das Ganze, das ist ja relativ einfach. Da musst du ja gar nicht viel nachdenken, wenn ich jetzt mal so gucke. Ja, jetzt ist das fast alles richtig.
Das ist ein lustiges Bilderrätsel. Es ist relativ einfach gehalten. Man muss nur wissen, wo man draufhauen muss. Wenn ich das mal so sagen darf. Klar, super. Damit haben wir unseren Käfer. Schon wieder ein Käfer. Hatten wir nicht schon eben einen Käfer gehabt? Ja, gut. Du bist dumm, weißt du das? Ja, komm her. Komm her. Ich bringe dich um. Zerquetscht. Oh, dein kleiner Freund oben ist kaputt und du bist fessig. Oh, sehr furchtbar. Ja. Oh, jetzt hast du mich auch noch getroffen. Wie schlimm. Ich bringe dich trotzdem um. Weißt du das? Yeah, stirb. Und ein Stern für uns. Ich weiß nicht, was so schwer diese Gegner sein soll. Ich habe mit dir überhaupt gar kein Problem. Auf jeden Fall gibt es dafür einen Stern. Wir haben auch alles andere erhalten, was wir erhalten müssen. Wir haben die Kometenmünze. Perfekt. Wir haben alles erhalten. Yo, das ist gut gelaufen. Dann würde ich mal sagen, dann sehe ich euch nächstes Mal bei Super Mario Galaxy. Und würfeln versuche ich erst gar nicht mehr, weil da verliere ich eh immer. Also ciao, Leute. Yeah.